tatsächlich die Leute hier sind. Ich freue mich ganz besonders, dass wir hier Her Story of Porn im Museum haben. Ja! Und vor allen Dingen auch im Schwulenmuseum. Das ist was ganz Tolles, denn Her Story of Porn heißt nicht die letzten 10, 15 Jahre der sexpositiven Bewegung, die jetzt halt so ein Coming Out hat, sondern Her Story of Porn heißt, dass es seit den 60ern, 70ern schon angefangen hat. Und das wissen die allerwenigsten. Und das ist was ganz Besonderes, dass wir jetzt eine andere Sexgeschichte schreiben können, eine andere Pornogeschichte, eine andere Sicht auf die Sexualität und auch auf die männlich patriarchale Pornografie. Und wir haben jetzt hier im Museum und es wird danach ins Archiv gehen. Und das ist toll, weil es ist dann dokumentiert. Für immer. Intensive Auseinandersetzungen, Diskussionen um Sexismus, um Rassismus, um ungleiche Strukturen und all das, das sind Aspekte, die wir hier in der Ausstellung auch haben. Und Feminist Porn macht auch aus, dass diese vielen Auseinandersetzungen, die wichtig waren, einfach zu den Kriterien des Feminist Porn geführt haben. Und es sind Frauengesundheit. Wir wollen ganz explizite Sexualität im Porno sehen. Wir wollen Anatomie wissen im Porno vermittelt bekommen. Wir legen Wert auf faire Arbeitsbedingungen und wir legen absoluten Wert auf Vielfalt, das heißt gegen die Normierung. Das sind alles Themen, die heute Abend hier zu sehen sind. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, Feminist Porn, wir haben ein wahnsinniges Begleitprogramm für diese Ausstellung zusammengestellt. Das ist echt fucking fantastisch, muss ich sagen. Und nächste Woche am Donnerstag ist Feminist Porn Buch, eine Premiere in der Humboldt-Uni. Und das heißt natürlich auch, dass auch die, du hast es schon angedeutet, dass einfach Pornografie an die Uni kommt, dass es ein ernstzunehmender Forschungszweig ist, dass es Popkultur ist, die einfach auch analysiert werden muss und dass da auch immer in jeder Pornografie sich Strukturen wiederfinden, ne? Ungleiche Strukturen, die analysiert werden müssen. Also nächsten Donnerstag an der Humboldt-Uni, bitte alle kommen. Und das ist ein Buch, das ist übersetzt aus dem Amerikanischen ins Deutsche. Jetzt haben die Amerikanerinnen nicht nur Geschichte geschrieben, sondern auch die Europäerinnen. Und auch das ist hier wiederum ein Schwerpunkt. Es gibt ein Feminist Porn Award, der Euro, der parallel zu Kanada hier besonders die Leute in Europa prämiert. Und wir haben hier einen ganzen Raum voller toller europäischer Pionierinnen. Und wir haben vor allen Dingen auch nochmal Deutschland dabei. Und da bin ich ganz, ganz stolz drauf, dass wir hier Leute wie Claudia Gerke ausgestellt haben, die Konkursgruppe seit den 70er Jahren wirklich die Frau ist, die für Redefreiheit steht, die für Pornografie gekämpft hat, für Vielfalt gekämpft hat und ganz besonders viel hier beigetragen hat. Wir haben Leute wie Monika Treuter, war eine absolute Pionierin im Filmwesen, die für die Sexualität nicht nur von Lesben, sondern wirklich von Transleuten die absolute Koryphäe ist. Wir haben Leute wie Christa Weinstein dabei, eine wichtige Person in unserer Sexgeschichte. Die Bekannt dafür ist, dass sie immer ganz extraordinäre Inszenierungen der Sexualität hinlegt und die sich immer dem Dirty Feminist Movement zugehörig fühlte. Wir haben ganz viele Berliner, Berlinerinnen hier, weil wir haben mittlerweile die Sexmetropole erobert. Berlin ist die Sexmetropole, nicht nur die Frauen sind hier und machen die Filme, alle Leute machen jetzt hier die Filme und das ist das ganz Tolle. So, und damit komme ich schon fast zum Schluss. Eigentlich ein letzter Punkt ist Aufklärung. Also Feminist Porn ist eine absolute Befürworterin von Porn als Wissensquelle, als Inspirationsquelle. Und deswegen ist unser Spruch ja auch Wissen macht sexy. Ich danke auch nochmal dem Vollenfluss-Netzwerk, was ganz viel hier beigetragen hat und mitgeholfen hat. Und dann übergebe ich an auch meine Schwester und mit meinem... Auch Kevin kommt, Schwester Kevin kommt. Und ich höre jetzt mal auf mit Viva la Vulva.